Lilo, kurzer Nachtrag zu unserem Tablet von Ubuntu. Ich habe jetzt mal ein Micro HDMI zu normalem HDMI Adapter besorgt. Ja, also ein Micro HDMI zu normalem HDMI. Und diesen normalen HDMI habe ich dann an meinen ganz normalen HDMI-fähigen Monitor dran. Und eine Bluetooth-Tastatur. Bluetooth-Tastatur. Gut, was passiert, furchtbar aufregend ist, wenn man jetzt das HDMI-Kabel, das normale an einem Micro-HDMI-Ding dran macht? Das ist hier eine furchtbar aufregende Sache. Wenn ich das mit einer Hand schaffe, mit der anderen brauche ich ja zum Aufnehmen. Sagt er, ja, ich bin jetzt komplett was anderes. Jetzt muss ich das natürlich gescheiter drin haben. Dann wird nämlich quasi das hier zu so einer Art Touchfläche. Und wenn die Fläche toucht, dann wird der Monitor da oben sichtbar. Aber ich glaube, ich bin jetzt gerade bei dem Bildschirmschoner. Genau. Also, ja, also Bildschirmschoner hat er sich gerade eingeschaltet. Mein Device ist verbunden mit einem externen Display. Das sieht man jetzt hier sehr schön. Use your screen as a Touchpad. Ja, also hier so drauf. Ne? Und damit kann ich jetzt zum Beispiel ein Passwort eingeben. Das zeige ich euch aber nicht. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich mache das hier mit der Tastatur. Zuerst mal muss ich mit dem Touchpad, ne, die Maus bewegen. Also mit dem Touchpad kann ich jetzt die Maus bewegen. Ja, also hier Touchpad. Sieht man beides? So, Touchpad wird es dazu und kann dann hier so rein. Und mit der Bluetooth-Tastatur oder aber der nun erscheinenden Tastatur auf dem Touchpad kann ich jetzt mein Ubuntu-Passwort eingeben. Ich mache das dann mal am besten so, dass ihr das nicht seht. 1, 2, 3, 4. Das furchtbar geheime Passwort eingegeben und kann dann hier jetzt Enter drücken. Enter. Und dann bin ich im sogenannten Desktop-Modus. Desktop. Modus, den kann man, ja, am liebsten hätte ich jetzt hier drauf rumgetatscht, aber ich muss ja jetzt da drauf rumtatschen. Ich muss jetzt hier drauf rumtatschen, damit da was passiert. Ja. Ich muss hier drauf rumtatschen, damit auf meinem Bildschirm sich die Maus bewegt, ist klar. Und deshalb gehe ich jetzt da mal so hoch. Da so hoch, sieht man das. Und man sieht, ich bin da im Desktop-Modus. Den kann man auch so einschalten, auch ohne externen Monitor und externe Tastatur. Und hier oben hat es dann auch noch, unter anderem, wenn ich das jetzt alles parallel kann, ich muss hier noch durch die Kamera schielen, hat sie unter anderem noch, ja, was ist, wenn man weiterklicken will? Doppelklicken und schieben. Doppelklicken ist so wie Klicken festhalten. Es gibt dann auch noch Doppelklicken festhalten. Es gibt hier noch Bluetooth. Bluetooth. Ja, war jetzt wichtig für Einstellung der Bluetooth-Tastatur halt. Ja, die Bluetooth-Tastatur, die sollte jetzt natürlich da mit drin. Und darin ist jetzt verbunden das Bluetooth-Keyboard. Ne? Und man sieht, ich bin jetzt Bluetooth-mäßig Ubuntu-Phablet. Wie kommt man jetzt hier wieder raus? Ich drücke jetzt mal auf der Tastatur. Escape ist blöd. Ich drücke jetzt mal die Windows-Taste. Und dann erscheint das, was bei der Windows-Taste normalerweise immer kommt. Ne? So, und dann könnte ich jetzt da was machen. Oder ich könnte drücken Alt und Tab. Ja, Alt und Tab, um zu browsen. Achtung, ich drücke Alt, Tab. Und sehe dann, aha, ich drücke nochmal Tab und sehe dann, was ich zuletzt gemacht habe. Und da kann ich dann durchtappen mich. So, wunderbar, funktioniert. Desktop-Modus von Ubuntu. Jetzt probiere ich gerade mal die Kamera mit links zu halten, dann kann ich nämlich mit rechts auf dem Tablet rumwischen, hier rumwischen, damit ich die Maus bewegen kann. Doppelklick ist quasi maximieren, geht, ja, wunderbar. Und wie gesagt, ich muss hier immer unten drauf rumwischen, damit sich oben was tut. Und ich könnte jetzt hier was eingeben oder auf der Tastatur. Ja, so, jetzt schauen wir mal.
Oder ich drücke einfach mal Play. Das ist doch ganz nett. Dann sieht man nämlich auch, dass Play auch geht. Mach mal Play. So. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Copyright-Probleme, ist egal. Mit den Lautstärketasten auf der normalen Bluetooth-Tastatur kann ich die Speakers leiser oder lauter stillen. Das machen wir ganz schnell mal wieder aus. So, und jetzt wieder die Windows-Taste auf dem Bluetooth-Dingen. Wunderbar. Dann sehe ich wieder was. Gehen wir jetzt mal auf 8. Das finde ich nämlich geil. Also Windows-Taste in Kombination mit 8 ist dann so ein geisteskrankes Spiel. Das finde ich richtig gut, ne? Weil es halt geisteskrank ist. Cut the Rope. Schneid den Faden ab, so ungefähr. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Hier sind wir jetzt im Desktop-Modus. Also muss ich hier mit der Maus spielen. Normalerweise ist das besser zu spielen als Tablet-Modus. Also, wie kämen wir da wieder raus aus der Nummer? Ich müsste eigentlich mit der Windows-Taste erstmal ins Systemmenü wieder kommen. Das wäre dann hier in dem Fall die 3. So. Und vom Systemmenü aus müsste ich dann mich hier oben hin bewegen und müsste dann auf System und den Desktop-Modus ausschalten. Ja, Desktop-Modus ausschalten. Dann wird das nämlich besser. Also, Desktop-Modus ist auch aus. Und jetzt ziehe ich das mal hier raus. Jetzt habe ich den wieder zu einem normalen Tablet gemacht. So, ja. Und jetzt kann ich hier browsen. Ne? Da war ich auf YouTube und das Cut the Rope. Das ist richtig gut. Pappkiste. Meinetwegen Level 1. Pappkiste 1. Kann ich nur empfehlen, weil das ist ein so hirnrissiges Spielchen, dass es schon wieder gut ist. Und gut ist. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss, jetzt können wir die Lautstärke natürlich wieder höher stellen. Jetzt ist natürlich hier nichts mehr mit Copyright. Volume höher drehen. Und darüber, dahin. Hervorragend. Weiter. Idee. Und durch Browsing. Und Ende. Und Ende. Und Ende. Gelände. Und tschüss.